Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu XCOM die Classified Civil War. Ich kick mal kurz, ob nicht doch noch irgendwas hier war. Ich meine, wir haben ja jetzt dieses Artefakt da gesammelt. Vielleicht hat uns irgendwie so ein Laborhoshi darüber noch was zu sagen. Wenn nicht, geht's dann direkt weiter in die nächste Mission. Schon mal dran gedacht, ein Drehkreuz einzubauen und Maut zu kassieren? Sicher, aber was sollte ich mit dem Geld anfangen? Hat er auch recht. Bisschen falsch abgebiegt. Schade, dass ich hier nicht rennen kann. Mal sehen, ob Dr. Weird. Weiß er gar nicht. Ich habe die Ergebnisse vom Verhör gerade erst gehört. Okay, das ist... Ist das neu? Er erwähnte irgendein transdimensionales Ding. Können Sie was damit anfangen? Es passt zu dem, was wir über die Vengates wissen. Es wäre logisch, einen Transponder ein... Ich musste... Und selbst... Bevor ich gehe, sagen Sie, was macht... Das hat man alles wirklich schon... Konkret nee, gut. Vielleicht konnte Dresdnor was damit anfangen. Mit dem Gegenstand, den wir gefunden haben. Nö, der ist gleich mal gar nicht da. Toll. Wo steckt denn der? Wo war Heinrich beim Mittagessen? In der Technik. Du hast nichts mehr mitzuteilen. Kannst dich doch hinsetzen, Mann. Sieht sehr unbequem aus. Beine so im Stuhl. So eine vergeudete Gelegenheit. Ach, das ist Dresdner. Steht ein bisschen hilflos hier rum. Na gut, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach die nächste Mission in Angriff. Mach mal bitte auf. Danke. Hat gerade das Spiel gehakt. Sowas. Wahrscheinlich ist meine PS3 auch ein bisschen warm. Ist mittlerweile in meiner Bude auch 28 Grad. Das dauert lange, bis ich sowas in meiner Hütte hab. Wir haben ja den neuen Rucksack. Den möchte ich schon gerne haben. Das hört sich sehr gut an. Das werde ich mal bei den anderen auch reinsetzen. Die haben auch alle noch der Standardpack. Das geht ja nun nicht. Das war einer zu weit. Und ich werde die Jungs auch mal mit anderen Waffen ausrüsten, glaube ich. Nehmen wir mal den Streulaser für ihn. Der kann die Waffenkategorie nicht tragen. Was kannst denn du? Laserpistole? Nee, da bleibe ich bei dem Maschinengewehr. Und was kannst du nehmen? Du nimmst auch eine Laser-MP. Gut. Ich nehme meine M14 mal wieder mit. Weil es geht. Und dann würde ich sagen, Missionsauswahl und los, die lustige Jauchner-Aliens. Unsere Wissenschaftler haben ein Raumschiff gebaut, das zur Heimatwelt der Outsider fliegen kann. Allerdings brauchen wir ein Lenksystem, um durch die interdimensionalen Tore zu navigieren. Das Team von Agent Da Silva hat einen Transitknoten entdeckt,
an dem wir einen Faceplotter erbeuten können, aber wir haben keinen Kontakt mehr. Triff dich mit der Silver und erbeute den Faceplotter. Gut, Mission beginnt. Es wird gespeichert. Na, ein bisschen lange Ladezeiten sind es immer. Das ist übrigens auch tatsächlich ein Titel, wo ich mich auf eine Fortsetzung freuen würde. Also wenn es in dem Stil eine Fortsetzung gäbe. Ist in einer Stunde fertig. $14 für Teile. 27 für die Diese Arbeit. Blöden Dinger. Hätte ich mal flache angezogen. Hatte nie Arbeit. Nein, 27 für die Arbeit. Arme Teufel. Was für ein Chaos da unten. Ja, Lord Agent ist selber mittendrin. Vielleicht erzählen die Daten, die er gesammelt hat, etwas über diese Hypnos. Das hoffe ich schwer. Der Silver wird uns sagen, was diese Hypnotisierten längst wissen. Wie man da reinkommt. Agent De Silva, kommen. Nico, hier ist Carter. Sind Sie da? Verdammt. Agent De Silva hat den letzten Funkspruch eine halbe Meile von hier gesendet. Genauer geht's leider nicht. Wenn wir ihn nicht finden, wird's sehr schwierig, in den Turm reinzukommen. Gut, was ich feststellen muss, ist tatsächlich, dass unser Rucksack ein bisschen was von Ghostbusters hat. Ist das die Schrotze? Nee, die will ich nämlich nicht. Kommen Sie zurück, Gentlemen. Okay, komme zurück. Der Silver war definitiv hier. Scheint dem Feind eine blutige Nase verpasst zu haben. Woran erkennst du das? Ist das ein Wagen oder was? Keine Ahnung, Leute. Nicht zurücklehnen, Carter. Wir sehen immer noch Patrouillen da unten. Verstanden. Ich sehe gerade gar keine. Wo siehst denn du die da? Haben sie gut versteckt? Muss schon sagen. Ne, scheint sehr linear zu sein. Hier kann ich nicht seitlich woanders hin. Jetzt geht wahrscheinlich gleich die Action wieder los. Ah, graue. Oh! Du bitte. Dahin? Dort in Stellung gehen. Du. Bin unterwegs. Gehst mal. Ja, hinter die Mülltonnen Entdeckung. Dann bitte auf den Chef von Stiernze. Ich heb den mal hoch. Auf und davon! Schalten Sie ihn aus! Ziel wird erfasst! So, jetzt kann's losgehen. Zack! Schön soweit! Weiter, weiter! Wir kommen durch! Oh. Sie verteidigen Ihre Stellung! Nein. Eliminieren Sie ihn! Schieße auf Ihr Ziel! Angriff! Verstanden! Erfasse Ziel! Bewegung! Muss tatsächlich sagen, ist okay mit der M14. Hat halt doch mehr Reichweite, Ding. So, ihr solltet eventuell auch ein bisschen weiter vorkommen. Mal schauen. Deckung, da! Verstanden, bin unterwegs! Du könntest dich wohin begeben? Wohin schicke ich dich? Haben wir seitlich irgendwo noch eine Deckung? Nee, haben wir nicht. Ich möchte ihn nicht so ins Feuer rennen lassen. Ach so. Ich habe auf Gefechtsstimulanz hier drückt. Ich wollte ihn laufen lassen.
So. Gehen Sie in Deckung. Dann. Das ist Ihr Ziel. Den. Du ballerst mir auf jenen welchen. Auf dieses Ziel konzentrieren. Der gehört mir. Und ich mache halt einfach auch lustig mit irgendwelche Treffen. Wie weit sind wir? Kannst du ja mal verhöhen. Lenken Sie die Aufmerksamkeit von diesem Bastard auf sich! Ach ja, Gefechtsstimulanzien. Hauen wir doch mal rein. Machen Sie die Stimulanzien bereit! Aktiviere Stimulanzien! Der lässt sich gut provozieren, das ist gut. Sie verteidigen Ihre Stellung! Schalten Sie ihn aus! Auf Ihr Ziel! Ich hol euch den gleich raus, Sir. Angriff! Ziel anvisiert! Alle hopp! Feind am Boden! Sie verteidigen dieses Gebiet! Wo rennt denn der lang? Boah! Mieser Bastard! Oh, 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 oh. Munition alle! Die haben jetzt taktisch sogar die Seite gewechselt. Das finde ich irgendwie schon wieder cool. So. Du gehst mal hierher zum Auto. Deckung, da! Ändere Position! Ich möchte dich auch ein bisschen woanders haben. Nehmen wir die Telefonzelle, oder? Ja, geht schon. Ich gebe euch mal Rückendeckung. Ja, Position. Feind außer Gefecht. Die haben sich dort verschanzt. Ich muss ein bisschen weiter vor. Ich treffe hier nämlich nix. Ah, das ist ein Big Buddy. Das setzen wir gleich mal ein. Mit Select. So. Was haben wir denn da Schönes? Das hört sich auch nice an. Setzen Sie einen Silakuit-Blob ein, um den Feind zu stören und abzulenken. Sehr der Silakuit lenkt feindliches Feuer auf sich und versucht, seine Ziele zu verwirren. Nehmen wir doch gerne. Ansonsten... Jo, passt schon. So, machen wir doch gleich mal. Blob raus! Du könntest dich mal um den da kümmern. Eliminieren Sie hoffe, ihn! Du hast den im Schussfeld. Du nimmst auf den kleinen. Ziel konzentrieren! Erfasse Ziel! Und ich kümmere mich jetzt mal um den da. Auf und davon! Alle Ziele eliminiert! Sehr gut. Und wir haben schon wieder eine Beförderung. Kugelschild hört sich auch nice an. Der Support Agent kann einen schweren Schildgenerator einsetzen, der kurz jeden Beschuss ablockt, während sein Team aus der Deckung heraus feuern kann. Haben wir sie jetzt alle? Wir haben auf jeden Fall einen Speicherpunkt, das passt mir auch ganz gut. Dann mache ich nämlich Partende. Das sieht echt ganz gut aus hier. Habe ich nicht so doof angestellt wie im letzten Part. Läuft wunderbar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute, wenn es wieder heißt XCOM Declassified The Bureau. Haut rein. Bis denne.